So, willkommen zu diesem Video des Kronos Max und wie er diesen einstellt. Es geht insbesondere darum, um die richtigen Maus-Settings zu finden. Ich habe euch hier mal die Maus-Settings aufgemacht. Ich hoffe, man kann noch ein bisschen was vom Spiel sehen. Ich habe es ein bisschen durchsichtig gemacht. Leider kann ich es in der Größe nicht mehr kleiner machen, aber sonst kann man es auch nicht mehr lesen. Also, fangen wir einfach oben an. Smoothness. Moment mal. Genau, Smoothness. Links oben habe ich auf 64. Das ist, dass das nicht so wackelig ist. Also wenn ihr die Maus bewegt, dann sollte es schon einen gewissen Glättungsfaktor haben, dass es nicht total rumruckelt, wenn ihr die Maus bewegt. Also das ist von 50 bis 70 ist ein guter Wert, würde ich sagen. Wenn nicht, probiert einfach ein bisschen rum. Ich würde Lock XY immer aktiviert lassen. Das heißt, dass die X-Achse genauso wie die Y-Achse die gleiche Beschleunigung, diese Smoothness, die gleichen Werte immer hat. Genau, dann Stick Size. Habe ich noch nicht so richtig rausgefunden, was der Unterschied ist. Standard war 142, was wohl die größte ist, und ich würde es so lassen. Wir reden hier übrigens nur von der Xbox One. Ich weiß nicht, wie es auf der PS4 ist. Da müsst ihr dann mal selber rumprobieren, aber ich denke, dass die Settings für die PS4 ähnlich gut sein werden. So, Acceleration. Jetzt denken viele, okay, Beschleunigung, Mausbeschleunigung mache ich aus. Habe ich auch immer ausgemacht, jahrelang in Counter-Strike immer die Mausbeschleunigung deaktiviert mit noch den Parametern Enforce im Accel und Enforce im Speed und so weiter. Funktioniert hier nicht. Ihr müsst die Beschleunigung anlassen. Wenn ihr es auf 0 macht, bewegt sich einfach nichts mehr. Das heißt, die Beschleunigung ist maßgeblich für die Bewegung überhaupt. Ich habe es auf 1 bis 0,99 stehen. Drunter wird es zu langsam. Also 1 ist ein guter Wert. So, kommen wir eigentlich zu dem Wichtigsten. Das ist für mich die Dead Zone. Normalerweise geht man davon aus, dass die Dead Zone für das Gamepad besagt, wann der Stick nicht berührt wird. Das heißt, wenn ich den Finger auf den Stick lege, bewege ich ja auch schon immer ein bisschen den Stick. Und die Dead Zone sagt normalerweise, okay, dann nimm das aber nicht als Bewegung an, sondern mach einfach nichts. In diesem Fall ist das aber irgendwie nicht so. Ich dachte nämlich, die Dead Zone müsste ich dann komplett deaktivieren, dass ich ja, wenn ich die Maus bewege, sofort die minimale Bewegung schon spüre. Das funktioniert nicht. Ihr habt dann ein sehr merkwürdiges Verhalten und die Maus bewegt sich teilweise gar nicht und es ist sehr komisch. Ich habe es ein bisschen rumgespielt und ich bin der Meinung, dass es auf 64 ziemlich gut ist. Ihr seht hier unten den Kreis, das ist die Stick Size und Dead Zone. So sollte es halt bei euch aussehen, damit es einigermaßen gut funktioniert. Kommen wir zur Sensitivity, die bei jedem sehr wahrscheinlich anders ist. Gehe ich mal stark davon aus. Also bei mir, ich habe eine sehr hohe DPI-Zahl bei der Maus. Das ist die G9, glaube ich, heißt sie. Moment, ich schau gerade mal. G502 heißt die Maus. Logitech. Und die ist sehr langsam im normalen Modus. Und deswegen habe ich die Sensitivität auf 24,39. Das solltet ihr aber selber ausprobieren, was für euch am besten ist. Also den Wert solltet ihr nicht einfach blind übernehmen. Aber es kommt natürlich darauf an, wie schnell ihr euch drehen wollt und wie genau ihr aimen wollt. Und es kommt halt definitiv auf die Maus an. Also da ein bisschen rumprobieren. Aber auch immer Lock X und Y anlassen, außer ihr wollt definitiv schneller auf der X- oder Y-Achse unterwegs sein. Genau, Dead Zone Shape auf Ellipse, Circle Test und so weiter, Radius und Speed 35-25, habe ich alles so gelassen. Und dann habe ich die DPI-Zahl eingestellt, 3000. Und das jetzt mal mit OK bestätigen. Dann müsst ihr noch auf Enter Capture Mode gehen. Ich habe das Layout übrigens Destiny genannt. Ach ja, kommen wir kurz zu den Buttons. Das ist eigentlich ganz leicht. Ihr geht mit rechter Maustaste auf den ihr belegen wollt, das ist jetzt in dem Fall RT, dann Mausbutton und dann drückt ihr einfach nur einen Mausbutton. Das ist bei mir Maus 1, also der linke Mausbutton und dann steht hier 1 Mausbutton. Das ist da 2 Mausbutton, das gleiche funktioniert hier mit Keystroke von der Tastatur und dann belegt ihr euch alles schön. Am besten ein vorgefertigtes Ego-Shooter-Layout nehmen, weil dann habt ihr nämlich gleich hier die Maus drauf belegt und WSAD und so weiter schon belegt. Dann hier noch die Tasten zuweisen und dann seid ihr fertig. Und jetzt Enter Capture Mode. Jetzt werden wir das Gamepad mal beiseite legen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ob ich noch irgendwo hier Platz habe. So, wichtig auch das Force Feedback deaktivieren in Destiny und in den Xbox Settings. Und jetzt seht ihr, wunderbar, ich kann hier ganz toll mit der Maus bewegen. Es hakt so gut wie gar nicht, es ist sehr sehr flüssig. Leider habe ich jetzt die Tastatur nicht angeschlossen, weil ich keinen freien USB-Slot mehr am Laptop habe. Ich zeichne gerade mit dem Laptop auf.
Von daher nehme ich jetzt das Gamepad für die Tastatur zur Hilfe, weil sonst kann ich mich nicht bewegen und kann euch nicht zeigen, wie man schießt. Das ist ein bisschen umständlich jetzt, aber ihr könnt ja dann die Tastatur anschließen. Ich kann natürlich auch da die Tastatur nehmen. Könnte ich auch machen vom Laptop. Kann so mich bewegen. Genau, das geht auch. Ich habe jetzt keinen Platz mehr auf dem Schreibtisch. Von daher machen wir das jetzt so. Nur um euch mal zu zeigen, wie gut man jetzt trifft. Dann haben wir den da hinten. Schon ist einer tot. Also egal auf welche Distanz, man trifft jetzt sehr gut. Ich meine, ich kann auch mit dem Gamepad ganz gut umgehen, aber ich muss sagen, Ego-Shooter mit Maus und Tastatur ist halt schon irgendwie geiler. Trifft jetzt auch diese Hanswurst da, wo man sie treffen will. Mit dem komischen Schild. Kann hier auch Granaten werfen. Sehr schön. Das war immer mein Problem mit dem Gamepad. Wenn ich eine Granate werfe, rutsche ich irgendwie von dem Stick ab und dann wirft er die mal gegen die Wand und killt mich selber. Das Problem habe ich mit Maus und Tastatur nicht mehr. Also ihr seht es, es ist wirklich sehr, sehr flüssig. Sehr, sehr gutes Maus-Movement. Es ist noch nicht perfekt, es ist im Battlefield ein bisschen genauer. Also ihr seht es hier, wenn ich ganz kleine Bewegungen mache, dann wackelt es ein bisschen und bewegt sich nicht so genau, wie ich es möchte. Aber es ist schon sehr viel besser als mit dem Gamepad. Und noch ein bisschen an den Settings vielleicht rumgespielt und dann läuft das hervorragend. Man kann sich auch drehen, aber wie ihr seht, man muss sehr, sehr, sehr weit sich bewegen, um sich zu drehen. Deswegen ist auch die Sensibilität auf 24 bei mir, weil sonst geht es halt gar nicht. Muss mich ja drehen können. So, ja, wenn ihr noch Fragen habt, postet einfach in die Kommentare. Ich werde das Destiny-Profil auf meiner Webseite verlinken. Den Link seht ihr in der Beschreibung unten. Und dann könnt ihr euch das einfach runterladen und dann über File Import oder so werdet ihr das einfach importieren können. Und dann wählt ihr es einfach bei den Layouts aus. So, ja, dann vielen Dank. Viel Spaß mit Maus und Tastatur im Destiny-Spielen oder bei anderen Konsolenshootern. Und bis dahin.